Ja. Ja. Hi. Hallo und herzlich willkommen, hier ist PalefaceMassacre. Willkommen zu einem weiteren Part von Kena: Bridge of Spirits. Ja, wir nähern uns auf jeden Fall dem Ende zu. Wir sind zumindest dabei, Toshi zu begegnen, Toshi herauszufordern, denn wir haben alle seine Relikte gesammelt. Und laut Karte müssen wir genau dorthin. Das sieht nach diesem Berg aus, also so, Kena ist ja auf der Suche nach dem Bergschrein. Das ist Hauptziel des Spiels gewesen und ich schätze mal, dort wird sich alles aufklären, was genau passiert ist. Bevor wir jetzt dort hier aber hingehen, ich habe noch ein bisschen Geisterpost zum Verteilen und das wollen wir auch gleich erstmal tun, dass wir da weitere Häuser des Dorfes, sag ich mal, von der, von dieses Verdorbene befreien. Da hinten sehen wir auch schon ein paar Irrlichter. Wird wohl wieder ein bisschen Kampf-Action hier geben. So, dann kommt mal her. Ja, kein Problem bis jetzt. Nein, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Er wollte mich schlagen. Oh. Ach, da oben bist du. So, weg mit dir. Da hinten sind wir noch weitere. Ist hier neu aufgetaucht? Nein. Dann müssen wir weiter hierher laufen. So, kommt nur her, kommt nur. Oh, so einer ist auch da. Oh. Ich schlag das schon. Oh, wow. Ich schlag das schon rum. Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Genau. Und weg mit dir. Stand ich da voll in der Suppe rum? Hä? Wo ist denn hier noch einer? Ach, da hinten. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Jetzt kommen natürlich auch noch weitere. Das könnte jetzt auch... Oh, ein Sprosskapitän. Alter. Komm, machen wir das auch mal direkt mit sowas hier. Oh, so viel zieht das gar nicht mal ab hier. Ja, er wird natürlich alles ab hier. Aber die Sprosskapitäne sind eigentlich an sich kein Thema mehr. Es sind so Gegner, mit denen hatte man ein bisschen mehr Probleme gehabt, aber nach und nach, ne, umso mehr Upgrades man freischaltet, desto weniger stellen gewisse Gegner ein Problem dar. So. Da sehen wir die ehemaligen Bewohner dieses Hauses, die jetzt auch friedlich weiterziehen können. So. Da unten sehen wir natürlich jetzt ein paar Seelen mehr herumlaufen. Ich sehe gerade, dass dort eine Waldträne ist, mit der wir so eine Pflanze wachsen lassen können. So, hier gibt es auch noch was. Ah ja, okay. Oh, komme ich denn jetzt? Ah, so. Boah, das reicht gar nicht mal von der Zeit aus. Muss ich von da aus die Bombe betätigen. bin ich zu blöd, ey. Alles klar, hier haben wir Kristalle. So, nichts weiter. Boah, das ging aber in die Knie, hör mal. Diese Landung. So, weitere Kristalle. Okay, ich dachte, wir finden wenigstens ein paar coole Hüte. Ja, da sind wir wieder ein paar Dorfbewohner. So, diesen Teil haben wir aber auch hier mit... Ah, da haben wir doch einen Rothut. Cool, Sternchen. Erinnert mich direkt so... Verbinde ich direkt mit Super Mario. Solche Sterne. Warum ich verbinde Super Mario auch nicht nur wegen nicht nur wegen den Sternen oder so, aber ich verbinde dennoch Super Mario ganz viel mit Weihnachten, weil ich zu Weihnachten immer Super Mario Spiele bekommen habe früher, als ich noch jung war. So, wollen wir direkt mal die Ernte sprießen lassen. So, alles klar. Ne, hier fehlt noch irgendwas, ne? Tatsächlich. So. Dann futtert mal. Haut euch ein paar Vitamine rein. Damit ihr groß und stark werdet. Wir haben nämlich einen scheiß Boss vor uns. So, ich schätze mal, also die nächste Frage wäre jetzt, ich habe da auf der anderen Seite auch noch so ein Feld gesehen. Die nächste Frage jetzt wäre jetzt, wie ich da rüberkomme. Bin ich hier? Achso, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Also auf der anderen Seite des Hauses, oder eher gesagt dieses Nachbarfeld, sag ich mal. Hier auf der Seite. Das ist nämlich auch noch so ein Feld, wo wir quasi Früchte wachsen lassen können. Och, meine Fresse. Bisschen. Ey, was ist denn jetzt? Ich bin zu blöd hier. So. Auf der anderen Seite gab es nicht sowas, ne? Nee, gab es nicht. Gott sei Dank. Gut. Genau, futtert fleißig. Gibt dann Karma. Mal gucken, ob ich jetzt auch eine neue Fähigkeit freischalten kann. Was haben wir denn hier noch übrig? Also wir haben 325 gesammelt, hierfür brauchen wir 400. Müssen wir noch ein bisschen sparen. So, ich gucke mal, wo die nächste Geisterpost abzuliefern wäre. Ah, ich sehe schon. Okay, da wollen wieder ein paar Leute hier Stress schieben. Oh, die hasse ich am meisten hier. Das war knapp. Jetzt habe ich den falschen Gegner mit den Rods betäubt. So, okay, der ist weg. Alles klar, das war ein bisschen... Also der war ein bisschen auf jeden Fall leichter. Das ist wahrscheinlich eine Geisterpost, die wir etwas eher eingesammelt haben, keine Ahnung. Im Verlauf des Spiels. Also ich gehe zumindest davon aus, die Geisterpost, die wir in Arealen gesammelt haben, wo wir ganz am Anfang waren, so ein bisschen. Da gehe ich davon aus, dass das ein bisschen die Geisterpost ist, die ziemlich leicht dann ist. Oder es ist einfach nur zufällig und ich denke das nur. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Was ist hier jetzt? Oh. Muss ich einen Impuls freisetzen oder was ist los hier? Fehlt da noch einer? Was ist denn hier jetzt? Ah, so. Man muss eine gewisse Reihenfolge machen, also... Man muss in einer gewissen Reihenfolge das Ganze beschießen. Wenn man falsch lag, gab es diesen Bast. Das war ja lustig. Habt ihr es gesehen? Der Frosch einfach auf seinen Kopf und springt da rum. Nee, wenn man die Kristalle beschossen hat und es kam so eine Art Geräusch mit so einer Bassuntermalung, dann war das falsch. Ich dachte umgekehrt. Ich dachte, wenn das zu hören ist, war das richtig. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber dem war nicht so. So, hier können wir noch eine Brücke... lösen. Und können dann dort rüber. Da waren wir wahrscheinlich schon. Ja, natürlich. Wenn wir da jetzt runtergehen, ja, ja, da sind wir da auf der anderen Seite wieder. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Wenn wir jetzt da entlang laufen würden, wo wären wir dann da? Achso, alles klar. Am Hutwagen. So, ich gucke jetzt noch, wo wir noch weitere Geisterposts hätten. Und zwar hier noch. Hätte ich eigentlich doch da gerade rüber gekonnt, aber egal. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt auch noch den Blumenschrein. Ups, Entschuldigung. Ah. So, Auge hat gejuckt. Gut, diesen Blumenschrein hätten wir dann auch. Oh, könnte sein, dass sich darin auch ein Rot verbirgt. Können wir ja gleich mal einmal diesen Heuhaufen entfernen. Und, ist da was? Wow, nur ein Pass? Nur dafür? Ja, okay, Karma. Okay, okay. Ich dachte dennoch, dass da wenigstens ein Rot ist. Hätte ich cooler gefunden. Aber egal. So, dann bringen wir mal weitere Geisterposts weg. So. Weiteren Bereich, den wir freikriegen können. Den wir jetzt freilegen. Und zwar bin ich ja jetzt in diesem Bereich, wo wir eben einen weiteren Dorfabschnitt ja freigeschaltet hatten, bevor wir in dieses verbrannte Dorf von Adira kamen. Alles klar, was geht denn jetzt hier ab? Autsch. Meine Fresse. Warum auch immer ich ihn nicht getroffen habe. Ja, und jetzt das Ding ist, ich komme da jetzt nicht einfach mal so eben rüber. Oh Gott, ey. Muss ich jetzt wirklich da so herumlaufen oder was? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach so, ich sehe schon. Ich kann da einfach hochspringen. Oh, ey. Diese laufenden Granaten gehen mir voll auf die Nüsse da. So, weg mit euch. So, diesmal habe ich abgewehrt. So, ich glaube, ups, nein, Mann! Okay, ich starte gut, Gott sei Dank vor ihm. Gut, das war's. Oh, da sieht man ein Bildchen. Ja, die nächsten Geister, die jetzt friedlich weiterreisen können. Hoch hinauf zum Jenseits. Ich merke hier auf jeden Fall irgendwas. Okay. Ach, da unten. Scheiße, jetzt bin ich da runter gesprungen. Na toll. Hier ist so ein Körbchen, was im Wasser ragt, und da ist, scheint ein Rod sich zu verstecken. Wo ist das denn jetzt da? Oh, er hat einen Anglerhut. Okay, direkt auch einen neuen Rottwood gleichzeitig gefunden. Interessant. Interessant. So, da drüben sehe ich auch eine Kiste. Mit Kristallen. Ja, bevor ich jetzt alles, wer weiß Gott, wie gründlich absuche, werde ich aber, denke ich mal, jetzt erstmal sagen, dass wir uns auch so langsam auf den Weg nach Toshi machen. Ich werde noch die letzte Geisterpost, die ich zumindest bis jetzt habe, noch abliefern. Wir haben eh noch nicht alle gefunden. Und dennoch werde ich erstmal die letzte noch abliefern. Okay, die befindet sich hier. Ich glaube, das... So, okay, wir sind bei der letzten Geisterpost hier angekommen. Ach, das war's schon, oder was? Mehr ist das nicht. Wahrscheinlich sind da verfluchte Truhen oder was? Ja, nee, nee, die ist nicht verflucht. Okay, das ist neu. Was haben wir denn da jetzt für eine Maske? Toshis Maske, neuer Rotthut. Interessant. Und wir haben einen neuen Rott. Hi, Kumpel. So, und zwar haben wir jetzt Geisterpost immer noch 2 von 3, ich weiß gar nicht, wo der letzte sein soll. So, Blumenschrein, 7 von 8. Also selbst im Dorf finden wir noch eine weitere Geisterpost. Wo genau? Ja, ich will, wie gesagt, den Rest, boah, sogar Hüte, 17 gerade mal von, also von 31 haben wir gerade mal 17. Ich würde sagen, wir machen trotzdem erstmal mit der Story weiter. Wie gesagt, den Rest werde ich dann zeigen, dass, also ja, den Rest, was sammelbare Gegenstände angeht, werde ich dann zeigen in einem weiteren Part nach der Story. Erzählt uns jetzt dann noch was vom Spurt. Ich dachte jetzt, wo wir alle Relikte haben, erzählt er noch was Besonderes, aber anscheinend nicht. Dann gehen wir mal wieder die Treppe rauf, auf nach Toshi. Guck mal ganz kurz, wir können uns noch ein Upgrade gönnen. Ich habe bis zum Fight jetzt noch nicht alle freischalten können. Kena kann 6 Pfeile abfeuern oder Bomben teilen sich jetzt, wenn sie an einen Gegner befestigt sind, mit Höhen verursachten Schaden. Ja, das klingt doch ganz gut, würde ich sagen. Ich denke mal, Pfeile wird jetzt nicht unbedingt so wichtig sein. Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht. Wenn nicht, dann ist jetzt Pech. Dann habe ich jetzt Pech gehabt. Okay, außer einem Warpfeld ist hier nichts zum Sammeln. Hätte ich eigentlich das Warpfeld auch nutzen können eigentlich, aber ich war zu Panne. Gut, wir sehen hier schon eine Blume zum Aufladen. Wird wohl jetzt ein Fight geben. Ich freue mich nicht. Your will is strong, spirit to guide. The power of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. It's time, Toshi. Let go, and we can restore your home together. You wanna challenge me? Come. Alles klar. Oh, er macht direkt so einen Move. Okay, mit den Rotbomben geht das auf jeden Fall ganz gut klar. Wir können ihm auf jeden Fall ordentlich zusetzen. Ich würde schon fast sagen, also fast wirklich behaupten, dass das die beste Fähigkeit ist. Wirklich, für Bosskämpfe die hilfreichste. Oh, wow, 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 okay. Also, Schild ist da auf jeden Fall nicht so effektiv. Nein, komm, du kommst zu mir. Na, natürlich nicht. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Okay, hat funktioniert. Oh, er setzt auch, also er macht keine halben Sachen. Bis jetzt würde ich aber sagen, wenn das wirklich der Endkampf ist, geht das klar. Dennoch muss ich jetzt so langsam vorsichtig sein. Nein, was mache ich? Heftig, okay. Aber da hinten ist noch eine Blume, okay. Das ist okay. Nein, aber das ist nicht okay, wenn ich mich hier so bearbeiten lasse. So, er kriegt jetzt direkt eine Bombe ab. Alter, mein Gott, nee. Also die Spurtfähigkeit lohnt sich hier ganz schön. Man kann ihn nämlich dadurch aus dem Konzept bringen, wenn er einen Angriff starten will. So, jetzt habe ich pariert sogar. Oh, jetzt habe ich mich selbst hier ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Jetzt bin ich gerade aus dem Flow raus. Scheiße, er beamt sich gerade weg und das jetzt in Zeitlupe. Ich weiß nicht, was kommt. Ich lade mich mal sicherheitshalber auf, okay. Wow. Ich bringe mich mal selber weg, weil ich viel zu nah dran bin, aber wir haben ihn definitiv mehr als dominiert. Also wir haben ihn richtig dominiert jetzt. Hey, kommen die Rots nicht gegen ihn an? Was kommt jetzt? Scheiße, Mann. Ja, immerhin bist du aus der Puste. The Rot are quite powerful, but I have faced them once before. You may think you know these creatures. Let me show you their true nature. Ja, toll. Jetzt müssen wir ohne die Rots gegen ihn antreten, oder was? Ohne die Rots klappt das doch gar nicht. Ja, super. Was soll ich dazu sagen? Freuen tue ich mich nicht. Oha, okay. Wo sind wir denn jetzt? Weit oben am Bergschrein. Ja, wir sind im Bergschrein drin. Also am Bergschrein angelangt. Ja, krass. Ach so, man kann da herlaufen. Oh, 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 oh. Ja. Ja. Hi. Oh nein. Verdorbener Rottgott. Junge, Winde. Wie so. Natürlich. Als ob der Kampf nicht gerade schon nervig genug war. Soll ich jetzt noch gegen Rottgott ankommen? Wie soll das denn funktionieren? Ich habe ja noch nicht mal die Rots zur Verfügung hier. Voll am Losen hier. Heiliger Bimbam. Natürlich direkt am Anfang mich zu packen. Ich sag euch, das ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern, dieser Fight hier. Bin ich schon ziemlich, also ich fühle mich ziemlich unter Druck hier gesetzt. Ach, was mache ich da, Mann? Dreh dich doch nicht immer! Habe ich mir auch eine blöde Stelle ausgesucht, ne? Ich treff ihm einfach nicht. Mein Gott, geht doch. Und jetzt? Jetzt bin ich neben ihm drin, oder was? Ja, natürlich noch so kleine Kackgegner. Warum nicht? Warum nicht? Ist ja nicht so, dass der Rottgott selbst schon schwer genug ist. Ja, natürlich. Komm, werden wir erstmal die fliegenden Viecher los. Es ist unglaublich, Alter. Alter, mein Gott, nee. Ah, ja, natürlich. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Kann nicht sein, dass ich mich hier... so oft treffen lasse. Nicht schon bei denen. Ich weiß ja nicht, was dieser Rottgott noch parat hat. Alles klar, das sind Rots gewesen. Die können wir jetzt befreien. Das heißt, wir haben doch jetzt ein paar Rots für den Kampf, oder? Okay, eine Rot-Aktion wird angezeigt, die wir nutzen können. Die werde ich gleich nutzen, und zwar... Genau. Nimm doch. Ich treffe die Hand einfach nicht. Was passiert jetzt? Holy shit. Was war das denn für ein Hyperstrahl? Er übertreibt einfach so maßlos, ne? Oh, warte. Oh, ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Was ist, wenn ich den Rotpfeil benutze? Okay, dann gehen die Dinger sofort kaputt. Macht natürlich Sinn. Allerdings nicht, wenn man vielleicht sich eventuell auch aufladen muss, ne? Das sollte ich vielleicht dennoch... Also ich sollte es, glaube ich, aufsparen. Ja, ich hätte es mir aufsparen sollen. Wow, das war knapp. Oh, habe ich gut getroffen eigentlich. Oh nein, er macht so einen Hyperstrahl. Er hat mich getroffen. Das ist unglaublich. Ich werde mich erstmal... Also ich werde mich lieber aufladen. Oh, raus hier, ja. Aus dem Getümmel. Okay, jetzt bin ich wieder da drin, oder was? Okay, was nun? Diesmal keine Kämpfe. So wie es aussieht. Meinetwegen... Also man hat jetzt gerade wenigstens ein bisschen Zeit zum Durchatmen, ne? Alles klar. Ich habe jetzt auch schon Angst, hier einen Fehler zu machen. Komm schon. Alles klar. Das ging gut. Okay, hier haben wir jetzt weitere Rods. Da haben wir wahrscheinlich eine weitere Rod-Aktion verfügbar, oder wie sieht's aus? Sogar alle. Ich glaube, jetzt kommt der letzte Abschnitt. Der letzte. Ich muss mir unbedingt was erstmal zum Aufladen aussuchen. Ich weiß nicht, was der jetzt für Moves parat hat, aber ich denke, das wird nicht schön. Das ist schon mal Fakt. Ach, noch ein paar kleine Gegner dazu. Was ist das denn, ey? Ich raff nicht mehr, was jetzt los ist hier überhaupt. Guckt euch das mal an, das ist doch jetzt übertrieben. Das ist sowas von Hardcore übertrieben. Ich raff nichts mehr. Ich komme hier nicht raus. Alles klar. Okay, ich hab's gepeilt. Das Ding ist jetzt, da sind so viele Gegner, das ist doch unnormal. Gut, dass ich das Schild eingesetzt habe. Ich werde mich erstmal aufladen. Er macht den Überschall. Das Gute ist, er rasiert die ganzen Gegner jetzt hier weg. Aber es kommen immer wieder neue, das ist unglaublich. Wow, das war Glück, das war sogar Glück jetzt. Nein! Aber wir haben es trotzdem einmal hingekriegt. Er hat zwar seinen Impuls freigesetzt, aber wir haben ihm das Ding trotzdem entnommen. Ich lasse mich von den kleinsten Gegner da hitten. Er macht wieder den Überstrahl. So nenne ich das jetzt einfach mal. Ich sehe auch keine Blumen mehr in der Nähe, ne? Ich sehe nichts mehr zum Aufladen. Ja, Chance vertan, ne? Chance vertan. Ja, zwei Stück noch auf der Seite. Also ich muss mich auf jeden Fall an seiner rechten Seite halten. Okay, er macht wieder so einen Hyperstrahl. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay. Jetzt aber schnell, bevor der irgendwie sich doch noch erholt. Alles klar. Wenn jetzt noch ein Gegner kommt, ne? Dann drehe ich aber komplett durch. Aber ich glaube nicht. Okay, wir können jetzt mit Toshi interagieren. Our ancestors trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village. Gave us life, strengthened our connection to the spirit realm. I could not understand why it would betray us. Our home was crumbling, and the people looked to me for answers. I failed them and could only watch as life drained from the village. So we should do nothing? You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine. They are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people, and they will follow you. Zajiro, you have the power to stop this. We should drive it out. Put down the staff, Toshi. I will end this suffering. So ein Ehrenloser, ne? Ja. Zorn ist keine gute Eigenschaft, Freunde. Why are you punishing us? Oh. What did we do? Answer me. How many people must die? Why? Tell me. Don't turn your back on me. Listen to me. Oha. So, okay. Zajiro lebt noch. Zajiro once told me change was an essential part of life. He understood the Rottgott's purpose. Fear drove my actions, and I destroyed something beautiful. If I had just listened to Zajiro, how many could have been saved? Yeah. I'm sorry, Toshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. Okay, nur noch ein Spirit. Loslassen, meditiere am Bergschrein, alles klar. Bevor ich das tue, kurzes Statement zu diesem Video. Also zu dieser Sequenz von vorhin. Im Endeffekt war es alles Toshis Schuld. Toshi ist sozusagen der Anführer ja gewesen von diesem Dorf. Hat sich für alles ein bisschen verantwortlich gefühlt. Im Endeffekt klar, er wollte den Dorfbewohnern nur helfen, hat Zajiro widersetzt, obwohl er ja der weise Mensch ist und gesagt hat, ey, das ist der natürliche Lauf der Dinge, das wird schon alles einen Sinn haben. Im Endeffekt hatte er sich dann mit diesem Rottgott angelegt und hat diesen, ja, was heißt getötet, ne? Ja, der Rottgott ist ja, hat quasi eine Explosion ausgelöst. Und im Endeffekt sind alle gestorben, ne? Alle, die er retten wollte, sind gestorben. Im Prinzip hat Toshi, wo er eigentlich das Sterben verhindern wollte, am Ende alle umgebracht. So sieht's aus. Und das ist natürlich diese traurige Sache an der Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass diese kleinen Rots, ne, zusammengefügt dieses Tier bilden. Zumindest haben die gerade zusammengesetzt, ja, ein furchtbares Viech ne, dargestellt, aber eben verdorben. Ich denke mal, wenn diese Verderbnis niedergelegt wurde, ist dieser Rottgott wieder vorhanden. Und vielleicht das Leben im Gleichgewicht. Goodbye, little friend. Ja. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Von dem kleinen, süßen Schmusetierchen. Der kleine Rod hat einfach die heftigste Frisur von allen, ne? Schönes Tier. Schon fast majestätisch. Ja, die Story ist durch. Ich werde auf jeden Fall noch einen weiteren Part rausbringen, wo ich dann den Rest, was wir noch nicht eingesammelt haben, sammeln werde. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Na, anscheinend hatte ich recht. Die kleinen Rots haben sich zusammengefügt zu diesem Rottgott. Nun ist das Leben erstmal wieder sozusagen im Gleichgewicht. Ja. Ich würde auf jeden Fall an der Stelle sagen, dass wir den Part natürlich beenden. Und schaltet ein, wenn es dann noch wenigstens mit den sammelbaren Sachen weitergeht. Bis zum nächsten Mal, euer PalefaceMassacre. Ciao.